Und kommt da gleich Stimmung auf, Herr Professor, dass Sie wieder mitmachen? Nicht, oder? Naja, müsste ich wieder mal trainieren. Die Jury, die Aufgabe der Jury bei Dancing Stars. Wie ist die genau beschrieben? Wir wurden eigentlich überhaupt nie gebrieft, was wir tun sollen, sondern wir waren einfach Richter, oder? Neutrale, objektive, freundliche. Mehr oder weniger freundliche. Hier sitzen ja zwei Experten eigentlich uns gegenüber. Also man hat schon immer das Gefühl gehabt, hier ist der Good Cop und da ist ein bisschen der Bad Cop. Aber? Ja. Darauf wäre ich nie gekommen. Nein, nein, nein. Haben Sie sich irgendwelche Kriterien zurechtgelegt? Das kann man ja nicht bewerten wie ein richtiges Tanzturnier. Da muss man ja ein bisschen anders bewerten. Oder bewertet man den Profi anders wie den Promi? Welche Maßstäbe legt man an? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, denke ich mal. Auch die sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen der einzelnen Paare. Sollte man eigentlich gar nicht bewerten, weil es wird einfach das Tanzen bewertet, ne? Oder? Nein, also sich das Tanzen bewerten ist okay, ist eine Show auch okay, ja. Es ist kein Tanzturnier, aber das Publikum ist entscheidend dann. Stichwort Publikum, haben Sie Ihre Rolle auch gesehen, ein bisschen als Richtungsweiser für die Publikumsentscheidung, sozusagen, dass man ein bisschen einen Maßstab gibt? Nein, weil das Problem ist ja, wenn die Jury sich sehr positiv äußert, dann denkt das Publikum, dem muss ich eh nicht mehr voten, da kann ich jemand anders wählen. Oder sie sagen, ah, der findet, der ist gut und voten für ihn. Ja, das kann man vorher nicht absehen. Mhm. Aber bewerten Sie nur jetzt den Promi oder auch den Profi aufgrund seiner Fähigkeiten als Tanzlehrer, dem Promi was beizubringen, beziehungsweise welche Choreografie er auch auswählt für den Richtig, oder diejenige? Richtig, also im Nachhinein kann ich dann immer noch sagen, du pass auf, die Chore, die du jetzt gebaut hast, der arme Teufel, was soll der machen? Der macht das, was du sagst. Genau. Und jetzt kommt er aber nicht gut an. So, wer ist jetzt schuld? Die Jury sagt, naja, da hat es schon Probleme gegeben. Der konnte es nicht besser machen, weil die Chore an sich nicht so gescheit war. Mhm. Das heißt, im Nachhinein sagst du, pass auf, mach's einfach, aber mach's gut. Aber bewertet man es in dem Moment, wo man bewerten muss? Der kann nichts dafür, der Promi. Mhm. Ja gut, aber ich bewerte trotzdem den Promi. Ja, aber der kann nichts dafür. Nein, aber wenn man sieht, dass die Choreografie einfach zu schwer war für das jeweilige Level, kann man dann sagen, ein bisschen entschuldigend nimmt man das raus, sind wir nicht so streng, weil es halt einfach sehr hochgegriffen war? Ja, in der vergangenen Sendung konnte man das genau sehen, dass da einiges passiert ist, aber wir können ja nicht von der vergangenen Sendung reden, wir reden von der alten Sendung. Warum, du bist ja auch sehr tanzaffin. Nach welchen Kriterien bewertest du einfach nur, wie das für dich rüberkommt oder schaust du genau auf Schritte? Oder? Also ich schaue wirklich sehr auf Schritte, weil wie ich in der Tanzschule war und auch diese Abzeichen gemacht habe, haben die Tanzlehrer immer gesagt, Grundschritt, Grundschritt, Grundschritt. Also den muss man wirklich üben, üben und dann darf man erst überhaupt mit Figuren beginnen. Mhm. Darum ist auch das Einzige, was ich heute noch kann, glaube ich, ein Grundschritt. Vielleicht noch eine halbe Drehung. Wobei man zu den Grundschritten ja gar nicht kommt oft, weil so wenig Zeit ist, dass man schaut, dass man die Choreografie lernt. Es ist eigentlich nur die Choreografie. Mhm. Aber was mir dann trotzdem immer auffällt, dass von der Jury auch immer bewertet wird, dass schon viele klassische Elemente dabei sind. Wenn zu viel Show ist, ist... Ja. Rümpfen die Juroren sehr oft die Nase. Also das war bei euch, glaube ich, auch der Profi, der das entscheidet. Ja. Ob der da 10 Hebefiguren und ich weiß nicht, was alles macht, da kann der Promi ja gar nichts dafür. Mhm. Ich glaube schon noch, dass die Ausstrahlung beim Publikum vor allem wichtig ist, weil es kommt fürs Publikum ja ein Gesamtpaket rüber und dadurch auch entweder eine Welle der Sympathie oder nicht. Ja. Da sind wir eben bei der Frage, was überwiegt, Tanz oder Show? Kann man das sagen? Man sieht doch, jedes Mal war das so, dass jemand, der ganz schlecht bewertet wurde, trotzdem 4, 5, 6, 7 oder noch mehr Runden weitergekommen ist, nur durch das Voting. Also das ist schon eindeutig, das heißt, dass da das Publikum ganz entscheidend ist. Da manipuliert man oder bzw. beeinflusst quasi die Zuschauer. Von jeder Staffel sprichst du. Von jeder Staffel. Also war im Prinzip fast bei jeder, das stimmt. Ja. Dieter Spieler zum Beispiel ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Den habe ich hinreißend gefunden, hat aber genau nicht tanzen können. Ja, kein Tanz. Hat eine irrsinnige Gesichtsakrobatik gehabt. Richtig. Ich glaube, das meiste, was sich bei ihm bewegt hat, waren die Augenbrauen. Aber es war köstlich zum Zuschauen. Ja. Oder schon ganz am Anfang, der Toni Polster, bitte. Ja. Nicht ein einziges Mal im Takt und kommt ins Finale. Das ist eine Geschichte. Auch eine Leistung, gell? Ja. Und das war etwas, wo wir was gelernt haben, weil wir bei der ersten Staffel haben alle gesagt, Patricia Kaiser ist ganz klar, oder? Die hat um Welten besser getanzt als der Rest. Die ist, glaube ich, beim vierten Mal rausgevotet worden.